Moin Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir haben ein Riesenproblem in Motorfest. Es gibt nämlich einen neuen Game-Breaking-Glitch-Bug, was auch immer, der wirklich alles verändern wird und der kann uns wirklich viel ruinieren. Und dabei geht es um dieses Video hier von dem guten Oz. Wer den gerne mal vorbeischauen möchte, aufgemacht hier. Oz, O-Z-F-H, ist ein englischsprachiger YouTuber, soweit ich weiß, der viel The Crew, beziehungsweise nur The Crew Content, glaube ich, bringt und sich in dem Spiel auch echt gut auskennt. Und der hat in Zusammenarbeit mit Toasty einen neuen Glitch gefunden. Und ich muss sagen, jetzt schon, vorab, ich zeige den und ich erkläre den, damit ihr wisst, was das ausmacht und was das bedeuten kann und damit ihr auch wisst, warum ihr teilweise nicht mehr mithalten könnt. Ich möchte allerdings vorab dazu appellieren, dass alle PC-Spieler, weil das nur PC-Spieler machen können, den einfach sein lassen. Es gibt ein, zwei Sachen, wo der ganz ehrlich niemandem wehtut. Von mir aus benutzt den, um ein bisschen zu leveln, benutzt den für Geld, aber benutzt den nicht für Ranglistensachen, ja, weil das fickt das Spiel einfach für alle und das muss echt nicht sein. Ich hoffe darauf, dass Ubisoft das bald behebt und ganz ehrlich, die Strafe könnte auf dem Fuße folgen, wenn ihr euren einzigen Nitro-Mischer damit umkalibriert und Ubisoft dann einfach alle Teile löscht, mit denen das gemacht wurde. Also besteht auch alles wieder auf eigenes Risiko, weil erlaubt ist das natürlich mal wieder nicht. Das ist eine Spielfehlerausnutzung, die natürlich so nicht gewollt ist. Also, wie sollte ein Set in The Crew Motorfest aussehen? Grundsätzlich so. Set-Bonus und zwei Affixe, zwei Perks, die entsprechende Boni aufs Auto geben, die immer unterschiedlich aussehen können und die vor allen Dingen niemals dieselben sein können. Bis jetzt. Ja, das heißt, wir haben hier zum Beispiel Drifty und Trailer. Das sind zwei unterschiedliche Perks, die dann hier oben auftauchen und dem Fahrzeug einen entsprechenden Bonus verpassen. Mit diesem Glitch allerdings, der hier gefunden wurde, der auch relativ leicht zu erklären ist, ist es möglich, zweimal denselben Perk auf dasselbe Fahrzeug zu hauen. Wir reden gleich noch darüber, was das für Probleme auslöst, aber gucken wir erstmal, wie es gemacht wird. Schritt Nummer 1. Du suchst dir den Affix aus, den du gerne verbinden möchtest. Also zum Beispiel den Punktebrecher-Affix erfahren auf Deutsch oder skilled, wie er auf Englisch heißt. Den sucht er jetzt hier raus und kalibriert den auf das erste Teil drauf. Schritt Nummer 2 ist auf Multiscrap, also das Teile verschrotten unten zu gehen und eine Seltenheitsstufe auszuwählen, wie hier Epic, und dann sofort zurückzugehen, also das Multiscrap-Menü zu verlassen. Dadurch lösen wir diesen Bug da aus, bei dem entsprechend die Perks weiterhin sichtbar sind. Bis dahin geht das, soweit ich weiß, auch noch mit einer Konsole. Das Problem kommt jetzt danach, da hat er witzigerweise das Set gewechselt. Ihr seht, was das für einen Unterschied macht, sage und schreibe gar keinen. Ja, also er hat hier quasi einfach das Set gewechselt, beziehungsweise das Tuning-Teil. Das hier bleibt aber einfach stehen. Ich weiß nicht ganz genau, wieso. So, und was ist das Problem dabei? Hier ist schon Skilled drauf, 10%, also der Erfahren-Perk. Und hier schwebt er noch im Hintergrund für 5%. Und jetzt macht das sich relativ einfach, nimmt die Maus dazu und klickt einfach auf den Perk drauf. Das geht natürlich mit Konsole nicht. Selbst dann nicht anscheinend, wenn man es mit Konsole macht. Also auch mit Konsole, wenn ihr eine Maus anschließt, scheint das nicht zu funktionieren. Aber auf PC eben schon. Und dann kann er doppelt den Erfahren-Perk drauf machen und landet am Ende bei einem Punktebrecher-Set bei 140% Test erprobt. Was im Prinzip die komplette Testmechanik, alle punktebasierten Tests in Motorfest, Slalom, Volltreffer, Bojenzerstörung, komplett hops nimmt. Schon mal richtig ätzend. Im Summit selber macht das relativ wenig aus, weil da die Summit-Punkte eh relativ begrenzt sind. Da sind es, glaube ich, 100, 200 Punkte im aktuellen Summit, die das dann Unterschied macht. Aber in anderen Dingen wird das ein Riesenproblem. Hier gibt Oz dann noch kurz ein Special Thanks zu unserem guten Toasty, alias Alone Ghosty, der mit ihm zusammen das Ganze herausgefunden hat. Finde ich geil, dass Oz da Props rausgibt. Allein aus dem Grund auf jeden Fall auch mal bei Oz auf YouTube vorbeischauen. Wie gesagt, OZFH habe ich eben schon gezeigt. Mal vorbeischauen, ein bisschen Liebe und Ehre da lassen dafür, dass er das Ganze direkt gepostet und auch an Ubisoft weitergeleitet hat. Also Ubisoft weiß darüber schon Bescheid und arbeitet an der Lösung. Nur weiß ich ganz ehrlich nicht, wie die aussehen soll. Das Problem, was für mich hierbei besteht, ist, dass es hört ja nicht auf mit einem Punktebrecher-Set. Ja, du kannst zwar jetzt ein maximal OP-Punktebrecher-Set bauen, aber ja nicht nur das. Am Anfang sehen wir, hat er gebastelt an einem Ruhmmagnet-Set. Jetzt stellen wir mal vor, er macht das Ganze mit einem XP-Magneten und packt da Legende auf beide Seiten. Er kann fast doppelt so effektiv leveln wie jeder andere. Bugs-Magnet-Set, zweimal der Reich-Perk. Du kannst fast doppelt so effektiv Geld farmen wie jeder andere. Und das geht ja immer weiter. Die Nitro
Sets. Du kannst bei Drag Race einfach komplett auf Nitro-Kraft setzen oder sogar doppelt auf Fanatisch. Wer weiß, was damit möglich ist. Du kannst theoretisch einen Hypercar komplett auf Extra-Pumpe setzen und damit fast unbegrenzt Nitro fahren. Was damit alles möglich ist, ist überhaupt nicht klar. Klar ist nur, dass das in jedem Sinne das Game zerlegen kann. Im aktuellen Summit ist das Gott sei Dank relativ schwach, weil es nur in den beiden Fluchten wirklich viel ausmachen kann, weil die anderen Sachen ja alle mit geliehenen Autos sind. Aber wer weiß, wie lange dieser Glitch jetzt aktiv bleibt und was damit alles gemacht wird. Deshalb nochmal mein Appell, benutzt es einfach nicht. Ihr wisst jetzt Bescheid, Ubisoft weiß es auch. Und ihr wisst jetzt, warum die Leute so viel krass schneller werden als vorher schon. Ich kann den PC-Spielern nur anraten, es einfach sein zu lassen. Ja, ich weiß, dass das super attraktiv sein kann und dass man das irgendwie geil findet, was man damit alles anstellen kann. Aber das wird das Spiel zerstören. Fun Fact, ich habe an Ubisoft schon geschrieben, sollten sie keine andere Möglichkeit finden, um das zu lösen, sollen sie es einfach als Feature einbringen, dass man doppelt denselben Perk benutzen kann. Das ist ja immer noch, das ist ja auch eine Möglichkeit. Wie man das findet, ist wieder die andere Sache, aber dann hat jeder dieselbe Chance. Das hier hingegen ist nur für PC-Spieler machbar und dadurch super problematisch. Wie es gelöst wird, kann ich euch nicht sagen. Wann es gelöst wird, kann ich euch nicht sagen. Theoretisch kann ich euch nicht mal sagen, ob es gelöst wird. Aber davon gehe ich schwer aus, weil das wird in The Crew einiges ändern. Ja, und ich kann es manchen Leuten nicht mal übel nehmen, wenn sie es benutzen. Stellen wir uns mal einen Zyro vor, okay? Deutscher Spieler, Teil der Community und in mehr als der Hälfte aller Motorfest-Summits, die bis jetzt stattgefunden haben, Platz 1. Der kann damit nicht mithalten, wenn er es nicht selber benutzt. Wenn das in Summits genutzt wird, kann Zyro nicht mehr mitfahren. Und klar, moralisch könnte man jetzt sagen, ja gut, könnte er ja auch das Vorbild sein, was es dann sein lässt. Aber ganz ehrlich, ich kann verstehen, wenn er es nicht tut. Ich kann verstehen, wenn er es dann benutzt, damit er mithalten kann. Weil das einfach ein persönlicher Ehrgeiz ist, den er jetzt mittlerweile hat, ne, möglichst Platz 1 zu bleiben. Und das zerstört wird von einem Glitch. Und dann kann ich verstehen, dass man ihn auch benutzt. Aber ganz ehrlich, für alle Casuals ist das die Sache nicht wert. Das ist so game-breaking, das ist so übertrieben. Ich glaube nicht, dass wir, selbst Wheelmod war krass und ist krass, aber ist ja auch gelöst worden, aber ist halt kein Vergleich mit dem, was damit möglich sein könnte. Ich habe keine Ahnung, welche Ausmaße das annehmen wird. Das ist seit heute im Spiel, also seit heute entdeckt worden. Ich habe keine Ahnung, welche Ausmaße das annehmen wird, wie schlimm das wird. Aber ich kann allen nur raten, es einfach nicht zu verwenden und geduldig darauf zu warten und zu hoffen, dass Ubisoft möglichst schnell einen Fix rausbringt. Wann das passiert, müssen wir leider abwarten. Ach ja, und nebenbei, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht und was für einen Fix würdet ihr euch dabei wünschen? Und vielleicht mal ganz interessant, und damit meine ich jetzt wirklich nicht nur die Leute, die krass dagegen sind, sondern ruhig auch die, die eigentlich dafür sind. Würdet ihr euch wünschen, dass das Nutzen eines solchen Glitches bestraft wird? Und wenn ja, inwiefern? Was wäre eurer Meinung nach gerechtfertigt? Direkt ein kompletter Account-Bann, IP-Bann oder einfach nur eine Löschung der entsprechenden Teile oder vielleicht ein Zurücksetzen des entsprechenden Accounts, vielleicht auch einfach gar nichts und einfach nur, dass die A-Fixe wieder geändert werden, die da umgesetzt wurden. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinung ist, wie das bestraft werden sollte, wenn es bestraft werden sollte. Würde mich interessieren, das mal zu lesen. Also, wir sehen uns.